Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Nadine und zusammen mit meinen 6, aktuell sind es tatsächlich 7 Hunde, da ich eine kleine Welpendame auf der Straße gefunden habe, die ich natürlich aufpäppel und dann zur Weitervermittlung bei uns behalte. Ja, wir leben und reisen auf jeden Fall seit 5 Jahren in diesem wunderschönen bunten Wohnmobil namens Johnny durch die Weltgeschichte. Aktuell sind wir in Spanien. Wir hatten eine sehr, sehr krasse, heftige Woche in Malaga. Da ist sehr viel passiert und das seht ihr auch in meinen alten Videos, in meinen letzten Videos. Da schaut gerne mal rein, wenn ihr da interessiert seid. Ich kann euch nur kurz erzählen, da ist einiges passiert. Meine Batterie war kaputt, die Nelly konnte ich nicht vermitteln, weil es nicht geklappt hat. Und ja, dann ist noch mein Handy kaputt gegangen und deswegen habe ich sehr viel Struggle, bin aber wieder zurück an einem wunderschönen Ort, wie ihr sehen könnt. Und da erzähle ich euch jetzt, wie es weitergeht. Hey Friends, ich springe mal schnell ins Bild. Hello. Ja, und zwar ist mir aufgefallen, dass sehr viele von euch doch meine Videos immer mehr schauen und auch immer dabei sind. Aber wie ihr hier sehen könnt, sind es doch zu viele, die noch nicht meinen Kanal abonniert haben. Warum? Schaut doch gerne weiter zu und verpasst nichts mehr. Also, let's go. Und dann geht's jetzt weiter mit dem Video. Good morning. So, wir sind auf dem Weg zum Strand. Wie jeden Tag. Ich wollte noch von gestern erzählen. Also gestern ist nicht mehr viel passiert. Ich habe noch Höhle der Löwen geguckt und das war's dann. Ich brauche im Moment etwas Schlaf, etwas mehr Schlaf. Nachholen, keine Ahnung, wie auch immer. Oder einfach Kräfte sammeln und Energie tanken. Das kann ich ja eh am besten hier am Meer. Deswegen bin ich auch wieder ganz froh, dass ich hier bin. Die erste kalte Nacht war wirklich jetzt heute Nacht. Die war richtig schon frisch, also so Dachluken zu und Decke und T-Shirt an, war schon gut, so wieder so feucht, ja, aber das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. So, einmal da über den Weg drüber, und zwar habe ich ja gestern die frohe Botschaft bekommen, dass mein anderes Handy wieder funktioniert, oder dass es funktioniert, nur der Display kaputt ist, das Display. Ja, seitdem habe ich jetzt nichts mehr gehört. Ich denke mal, dass sie das wahrscheinlich stellen müssen, das Display. Keine Ahnung, ob die was da haben. Naja, auf jeden Fall habe ich das so als Zeichen von Bella gesehen, dass gestern war ja ihr Todestag und so. Emmy, Lilly, Maddie, hopp! Ich sehe nur zwei. Ich sehe nur zwei. Ja, da sind sie wieder alle da. Da habe ich dann so gedacht, das ist irgendwie ein Zeichen von Bella gewesen, dass sie gesagt hat, es reicht jetzt. Jetzt muss ich mich wieder einschalten von da oben und wieder alles richten. Und dass Nadine einfach mal wieder klarkommt in ihrem Leben und mit allem, was passiert ist und so in Malaga. Und ja, das war für mich gestern das Zeichen von ihr. Und sie hat mir geholfen. Sie hat mir geholfen. Jetzt muss das Handy nur noch kommen, also hier in meinen Händen haben, dann ist alles gut. Und alles funktionieren. Und alle Daten da sein. Vorher glaube ich noch nicht alles so. Hundertprozentig. Komm, Emmy, Lilly, hopp! Ja, und dann habe ich die Tage mit der Lilly da hinten, der Nachzügler da ganz hinten, da kommt es an die Trab, habe ich auch noch was erlebt. Oh, das war auch ganz, ganz heftig. Weil, da war ich im Wohnmobil. Und war so nachmittags irgendwie, ne? Meine ich. Ja, wird nachmittags gewesen sein. Und Lilly liegt ganz alleine hinten auf dem Bett. Bett ganz für sich alleine, so auf der Seite, auch komplett auf der Seite. Und normalerweise, wenn ich dann sage, ich gebe ein Leckerchen aus, ne, hier, und dann mache ich nur, ich brauche nur den Schrank, den Hängeschrank zu öffnen. Da steht die schon da und sagt, hab ich gehört, hab ich gehört. Und normalerweise, wenn ich die jetzt hier rufe oder komm jetzt, ist sie so, als wenn die taub ist. Ne? Weil die ist 14 Jahre alt, 14,5 und ja, ich bin ein bisschen taub. Aber das hört sie. Das mit den Leckerchen, das hört sie. Ne? Ja, und dann habe ich aber, ich achte ja nicht immer darauf, ob die jetzt aufsteht oder wer um mich rumsteht. Und dann ja, habe ich dann die Tüte aufgemacht, die Leckerchen-Tüte auch noch aufgemacht. Die war neu, die muss aufmachen, also laut. Und normalerweise steht die dann direkt bei mir. Ne? Habe ich aber nicht, wie gesagt, weiter beachtet irgendwie, wer da was macht. Und dann habe ich gesagt, jetzt, ne, hier, wer um mich rumsteht und so, dann, also alle haben gelegen, aber ne, irgendwie habe ich dann jedem Einzelnen was gegeben und Lilly lag hinten immer noch auf der Seite und hat sich nicht gerührt.
Da bin ich hingegangen, also ich bin einfach normal hingegangen, habe es einfach nicht registriert, dass die so da liegt und sich nicht bewegt. Und dann habe ich die angeguckt, ich so, Lilly, lecker, keine Reaktion. Ich so, was? Und dann habe ich geguckt, ob die atmet, ob der Brustkorb sich bewegt. Habe ich nicht, also es waren Sekunden, ne? Das waren wirklich Sekunden. Emmy, komm. Und habe ich nicht gesehen, dass der Brustkorb sich bewegt. Dann habe ich die angetippt, da hat die sich erschrocken. Die hat tief und fest geschlafen, ne? Aber alter Schwede da, ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, was für Herzrasen, Zittern und alles Gänsehaut ich hatte, weil einfach so der Hund sei da tot liegen könnte. Ne? Nach Bellas Tod ist ja auch heftig gewesen. Kann ich ja mal ganz kurz anreißen, da es ja eh gerade Thema in meiner Welt zumindest ist und ich euch das ja alles so ein bisschen erzähle. Ich habe ja dazu auch ein Video gemacht. Vielleicht, wenn ich dran denke, verlinke ich das hier unten. Ist auf jeden Fall vor einem Jahr passiert mit der Bella. Sie war 14, ist im August 14 geworden, am 18. September gehen wir wie hier, so ganz normal, also in Deutschland war das, da war ich in Deutschland, gehen wir ganz normal wie hier durch den Wald, hier so ein Weg entlang, so ein Feldweg, Weg halt. Und ja, Bella läuft so, ich weiß noch genau, wie die da vorne läuft, so trabt, so ganz einfach. Sie ist ziemlich ausgerannt, es war auch Wetter wie jetzt, sag ich mal, es war nicht kalt, es war nicht mich heiß, es hatte geregnet, so ein bisschen matschig war. Und ja, dann sind wir gegangen. Dann trabt die da, guckt noch so in den Wald rein. Sag ich, Bella, komm, bleib schön hier. Weil ich war nicht alleine, ich war mit meiner Schwägerin und den zwei Kindern auch noch. Und dann kommt sie hier so obig rum, hier geht hier so rum. Geht da vorne, so, wo die zwei jetzt sind, so. Ich so, komm, Bella, wir gehen aber doch weiter, ne? Dreht sich um, geht hier an mir vorbei. So, wo die Ronja da jetzt ist, so, ich stand hier und auf einmal klappt dieser Hund einfach weg. Die ist einfach auf der Seite umgekippt, einfach so aus dem Stand umgekippt. Hat so ein bisschen noch so gezittert an den Beinen, so wie so einen epileptischen Anfall, den die nie hatte, weil die war kerngesund, bis ein bisschen Hüfte hatte, so, aber sonst, ne? Kerngesund, topfit, die ganzen Tage davor topfit. Wir sind da in Duisburg durch die Gegend geflitzt und also wirklich, die war topfit bis zum letzten Atemzug, aber sie stand nicht mehr auf. Dann habe ich da hingerannt, habe das schnell, habe sie den Kopf hochgenommen, weil sie ist ja in den Matsch gefallen, irgendwie so halbwegs. Und ja, und dann, ja, für mich waren es Minuten, Stunden und ja, innerhalb von Sekunden kam sie nur immer hoch, wurde wach, ich hab gerufen, ich so, Bella, was ist los? Bella, Bella, Bella. Ja, da muss ich jetzt durch. Jetzt habe ich angefangen, das zu erzählen. Und dann habe ich die hochgenommen und dann kam sie nochmal zurück und hat dann einmal so ganz kurz gehechelt, also geatmet, hat mich angeguckt und ist komplett weg. War komplett weg und kam nicht mehr wieder. Ja, also deswegen wollte ich jetzt nur sagen, dass wie schnell das, also nicht nur bei Galgos, aber so passieren kann. Es gibt eine Galgosperre, sogenannte Galgosperre. Das ist, wenn die sich überanstrengen, wenn die zu viel rennen, dann verkrampft sich alles und dann können die auch sofort tot umfallen. Das ist bei Windhunden auch so. Aber ja, deswegen habe ich so besondere Ängste, weil das einfach so schnell passieren kann. Auch das wäre ein schöner Tod für die Lilly oder für wen auch immer, für egal welchen Hund auf der Welt. Auch das mit dem Tod umfallen, das war auch ein guter Tod für den Hund, aber für uns beide war es plötzlich. Das war einfach aus dem Leben gerissen und deswegen bin ich halt wegen Bella sowieso, weil es mein erster Galgo war. Wir hatten 12, 13 Jahre zusammen und weil sie einfach mein Seelenhund war. Ich hatte so viele Tiere schon in meinem Leben und Hunde. Und sie war aber einfach die Einzige. Also, die, weiß ich nicht, das war einfach fast total besonders. Wir brauchen nicht miteinander reden, sondern haben es so verstanden. Und ja, deswegen, also, bin ich da etwas sehr emotional, was das angeht, mit meinen Hunden sowieso. Und wie schnell das gehen kann, ne? Deswegen hatte ich da so voll den Schreck mit Lilly. Schreckmoment. Ja, das war jetzt auf jeden Fall das Wort zum Dienstag. Gleich mache ich noch das Thumbnail, um mich abzulenken jetzt. Mache ich Thumbnail für das Video von heute noch, weil durch das Abstürzen meines Telefons habe ich ja die ganzen Thumbnails, das habe ich alles noch nicht gemacht gehabt. Ich hatte nur die ganzen Videos hochgeladen.
schon mal fertig hochgeladen. Ja, jetzt kommt da nämlich Gegenverkehr und dann sind wir schon am Strand, also bis gleich. Und ich bin hier so gerade. So, merkt ihr das? September. Muss ja wieder was passieren, ne? Es ist September und es muss was passieren. Ich war hier gerade am Sauber machen, die Näpfe, schön Frühstück für die Hundis, alles entspannt. Alles wieder schön sauber. Die zwei haben Spaß. Und dann, was ist dann passiert? Natürlich hat das Ding auf einmal gewackelt und dann so, das ganze Wohnmobil hat gewackelt und mir ist da jemand reingefahren, ne? Vorne ist mir jemand reingefahren. Und es ist zufällig mein Nachbar, der gerade jetzt einkaufen fährt. Keine Ahnung, warum der wollte, glaube ich, noch zu den Mülltonnen und dann hat er hier noch gestanden irgendwie mit dem Nachbarn oder wem auch immer da gequatscht. Setzt zurück und er hat so einen riesen Koffer hinten drauf, ne? So einen Plastik-Hartschalen-Koffer und hat er mal meinen Johnny berührt, ne? Er tat hier rums. Ich habe gedacht, scheiße, das nicht jetzt auch noch. Ich brauche jetzt keinen kaputten Johnny oder irgendwas hier Lackierarbeiten und keine Ahnung, Ausbeulen oder Kratzer oder keine Ahnung. Ich zeige euch das jetzt mal. Einen Moment. Ich sage euch, was ein Schock. Ich hatte echt mit Schlimmerem gerechnet. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres als diese zwei Macken am Scheinwerfer und an der Front da vorne. Und ja, hat nochmal gut gegangen, denke ich. 3 hours later. Friends, wir haben schon wieder Abend. Die Abendrunde ist angesagt. Und ich habe Gott sei Dank heute eben um 3:45 habe ich die Botschaft bekommen, dass mein Telefon, mein Handy fertig ist, repariert ist. Kann ich abholen zwischen 17 und 20 Uhr. Aber heute fahre ich nirgendwo mehr hin, weil es ist wahnsinnig viel los am Strand, beziehungsweise die ganzen Kiter und so. Und dann, wenn ich eben weggefahren wäre, wir haben ja jetzt schon 7:30, hallo, langsam. Mädi, Hoppa. Dann hätte ich keinen Parkplatz mehr gehabt, von daher habe ich gesagt, ich fahre ja eben morgen einkaufen, schlag mich tot zum Mediamarkt und so weiter. Hallo, oh, der Hund. Der Hund hat einfach zu viel Energie. Die ist wie so ein kleiner Mustang, die einfach immer, ja, ich will laufen. Ja, auf jeden Fall hole ich dann morgen, bevor ich dann zum Mediamarkt fahre, einkaufen fahre, hole ich mein Handy ab und hoffe, dass alles gut ist. Ich werde direkt alles testen. Natürlich. Ja, auf jeden Fall ja, freue ich mich jetzt gerade. Und ich meine, ob es jetzt einen halben Tag länger da liegt oder nicht, es soll ja funktionieren. Von daher, ja, gehen wir jetzt erstmal schön entspannt die Runde am Strand, damit die Ronja blitzen kann, damit die Ronja nicht mehr so voller 1000% Energie ist, ne? Ja, ja. Ist ja nicht so, dass die keinen Auslauf kriegt, ne? Unfassbar, dieser Hund. Der hat so viel Energie. Der hat 2 Stunden geschlafen. Ist kein Galgo. 2 Stunden geschlafen und hat Energie und muss hier mit ihr die ganze Zeit spielen. Ne? Ja. So, let's go, Ladies. Alle hier beibehalten. Da hinten das schwarze Fleckchen, da hinten ist Emmy. Hoppa, Ladies. Ja. Jetzt gehen wir mal hier. Da ist schon Party wieder, mitten im Dienstag. Und da ist Party. Der Nachbar macht auch schon die ganze Zeit Party, das ist auch schon anstrengend, die ganze laute Musik die ganze Zeit zu hören, wenn ich noch andere Sachen zu tun habe hier mit YouTube, mit Telefonate führen und so. Ist schon ein bisschen anstrengend, wenn man dann nebenan die ganze Zeit so eine laute Musik hat. Also trotz Tür zu, beide Tür zu, laute Musik, das geht gar nicht. Da bin ich irgendwie schwierig. Ja, die kleinen Rebellen wollen auf jeden Fall jetzt laufen, deswegen zeige ich euch ein bisschen noch die Abendsonne, Friends. Tada! Oh, schön, schön! Am Strand. Let's go, Ladies, hoppa! Woohoo! Oh, nee, die möchte noch da kuscheln. Schnuppern! Die Doofen. Emmy, komm! Hoppa! Let's go!
Am nächsten Morgen am Meer noch eine Runde gelaufen und dann ging es direkt los ab in die City. Kommen. Da ist der Mediamarkt. Und Toys R Us gibt es hier auch noch. Krass, oder? Ja. In Deutschland gibt es das, glaube ich, nicht mehr, ne? Habe ich gehört. Ja. Ich habe einigermaßen versucht, im Schatten zu parken, aber schwierig. Ja, jetzt toi, dass sie auch mein Handy haben, ne? Ja, bestellt ist es ja hierhin. Jetzt mal extra eine halbe Stunde hier bergauf gefahren, ey. Puh, das ist mir die Hölle, der Weg. Aber gut, let's go. Objekt der Begierde. Ist der Laden schön. Oh, und so riesig. Und ich kann aber die ganzen Sachen hier nicht gucken, weil meine Hunde sich sonst des Todes im Wohnmobil schwitzen, weil hier ist heiß. Draußen ist heiß. Ich habe keinen Schattenparkplatz gefunden. Sogar Möbel hier, krass. Ja, oh mein Gott. Ich kann nicht gucken, aber ich komme hier auf jeden Fall nochmal wieder, wenn es draußen entspannteres Wetter ist. Aber ich muss jetzt definitiv noch 3, 4, 5 Sachen haben, die muss ich haben. Und bevor ich jetzt in den anderen Laden gehe, den ich schon kenne, den kenne ich ja noch nicht. Friends. Dann mache ich das jetzt hier, weil der ist auf dem Weg. Also der ist ja direkt auf dem Parkplatz von Mercadona gewesen. Ja, toi, dass ich jetzt schnell alles finde. Es ist Halloween-Zeit und die haben hier eine Auswahl. Ich sag's euch, das ist unfassbar und auch gar nicht so teuer. Meine China-Shop-Ausbeute, die zeige ich euch gleich, aber erstmal geht's wieder zurück an den Strand, da wo wir hingehören. Meine China-Shop-Ausbeute. Ja, ich war tatsächlich in noch einem anderen, weil ich nicht alles gefunden habe, beziehungsweise, Moment, ich habe noch irgendwo... Ja, Insektenspray habe ich auf jeden Fall gekauft, so eine große Flasche Insektenspray, Klebeband und das hier, Klettband für meine, und das hier, upsili, für meine Fenster hinten, für meine Fliegengitter, damit ich die endlich machen kann. Dann habe ich das, ja, das brauche ich auch immer, das ist im Chinamarkt günstiger. Neue Seife, Spa, die riecht gut, die hat, weiß ich nicht, 1,29 oder so kostet die da. Und diese Bürste, ne, diese Bürste ist die beste. Für die Hundis zum Abputzen draußen die Füße und für meine Wenigkeit auch die Füße. Das ist die beste. Die ist schön weich, nicht zu hart. Die ist super. Und die kostet nur 95 Cent. Und ich hatte irgendwo eine, aber ich finde die ja nicht mehr. Deswegen habe ich mir jetzt direkt 2 Backups gekauft. Die kommt nämlich dann direkt da unten hin. Genau, das war's erstmal. Jetzt sind wir endlich angekommen. Lalalala, ich habe einen schönen Parkplatz. Lalalala, herrlich. Jetzt kann ich auch das Meer sehen. Haha. Aber, wartet, ich zeige euch. Ich stehe, komme hier vorbeigefahren, hier war nirgendwo Platz, ne? Nirgendwo war da Platz. Und, ja, jetzt stehe ich aber leider in der Lache, der hier vorher stand. Der hat einfach mal sein Wasser hier abgelassen. Und so sieht das dann aus. Jetzt sieht das aus, als wenn ich das war. Ne? Bis da vorne, da ist überall noch Wasser da. Aber ich bin so weit vorgefahren, dass ich wenigstens nicht da drin aussteigen muss. Und meine Hunde auch nicht da durchlaufen müssen. Ist das nicht toll? Läuft hier. Ja, so sieht das aus, wenn man in der Lache von jemand anders steht. Ja, was ich euch noch zeigen wollte hier, ne? Da ist es. Da ist es wieder. Oh,
Gott sei Dank, es tut's. Es hat jetzt so eine komische Folie da vorne drauf, das ist aber keine Display-Schutzfolie. Ich denke mal, ich könnte die vielleicht ein bisschen abschneiden, dann kann ich das auch wieder nach oben nutzen. Die Kamera, alles funktioniert wieder. Gott sei Dank, meine Bella ist da. Ja, es tut's. Alle Daten sind noch da, also sprich, es kann ganz normal, Gott sei Dank, mit YouTube weitergehen. Gott sei Dank. Jetzt aufräumen und dann erstmal chillen. Wäsche waschen habe ich auch nicht geschafft heute, das war mir alles zu viel. Ja, runterfahren. Wind. Herrlich. Noch eine schöne kleine Runde an den Strand, weil es ist echt spät geworden. Ihr seht, die Sonne ist kurz davor unterzugehen, aber es ist ein wunderschönes Licht. Wie immer hier eigentlich jeden Abend irgendwie anders. Der Himmel, volle bunte Farben, die Sonne. Das genießen wir sehr. Da wäre mir mein Handy fast auf die Schnüsse gefallen. Wer kennt's? auf jeden Fall, bevor hier mein Parkplatz weg ist, will ich dann doch schnell. Oh, die ist so Zucker. Ja, will ich dann doch mal eben schnell losfahren. Also, let's go. Morgens um 8:30. Ich freue mich, wenn du bis hierhin zugeschaut hast und auch weiterhin dabei bleibst. Dann lass dem Video doch ein Like da, einen Kommentar und abonniere den Kanal nicht vergessen, um nichts mehr zu verpassen. Ich freue mich auf neue Abenteuer und ich hoffe, ich kann euch ganz, ganz viele tolle Sachen zeigen und Tutorials und was auch immer. Einfach das Leben im Wohnmobil in der Realität.